Sie sagte, wir sollten in unser Apartment gehen und uns an den Dingen, die es hier in diesem Tassos Geheimlabor sozusagen noch zu holen gibt, bedienen. Okay, machen wir das mal. Wir hören nämlich auf unsere Freundin. Das ist wirklich die einzige, der ich derzeit vertrauen möchte. Wenn du in der Halle Ärger vermeiden möchtest, solltest du durch den Lüftungsschacht kriechen. Da unten ist ein Suchender. Ich schätze, ich muss ihn ausschalten. Klingt nach einem guten Plan. Gibst du mir Deckung, wenn ich ihn angreife? Ich meine, ich schaff's auch allein, aber in der Ausbildung hatten wir immer Verstärkung. Unsere Truppen sichern das Gebäude. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Na gut, ich pass auf dich auf. Sicher, ich pass auf dich auf. In Ordnung, los geht's. Ich weiß noch nicht, wen ich zu wenig halten soll. Wenn du Ärger vermeiden möchtest, solltest du durch den Lüftungsschacht kriechen. Er verbindet Claros und Leos Apartment. Der Eingang in den Schacht ist im Apartment. Hierher! So einfach ist das nicht. Okay, ist da noch jemand? Nee. Hast du die alleine geschafft, Mann? Gelobt sei die Ordnung. Möge ihre Heiligkeit über sie wachen. So, ich hoffe, wie schon gesagt, dass der Sound derzeit nicht zu laut ist, denn mit dem ganzen Effekt mit Boom, Boom, Explosion und Schüssen ist es schon ein bisschen lauter, glaube ich. Und wir sehen uns erstmal um und schauen, ob wir uns was mitnehmen können. Hier ist der Orden. Wir haben die Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Nein, das ist nicht mein Apartment. Hier ist, glaube ich, mein Apartment. Schau an die Decke, während ich den Strom kappe. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Das ist eines der Subjekte. Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Die Schallbarriere ist aus. Oh. Nicht nur die Schallbarriere. Er kann uns sehen. Ja, nee. Okay, wir werden hier beobachtet. Wir sind hier, um sie von der Tyrannei von Tarsus zu befreien und ihnen die Augen zu öffnen. Oh Gott! Welches ist es? Okay, ich kann sie nicht abschießen. D03. Da, glaube ich, muss ich rein. Sehr ich hatte noch keine Zeit, die Akte zu lesen. Sie nähern sich einer Leiter. Möchten Sie die Leiter hinaufklettern, stellen Sie sich zunächst vor die Leiter. Schauen Sie nach unten oder oben und gehen Sie auf die Leiter zu. Stehen Sie auf der Leiter, klettern Sie in Blickrichtung, also nach unten oder oben weiter. Bei der Leiter. Laut für jemanden, der sich verstecken will. Okay. Wir sind jetzt sozusagen nicht so lange das Sicherheitsnetz nicht funktioniert. Hier sind wir gut aufgehoben. Hier. Ich nehme mal diese Kiste hier, damit ich darauf komme. Na los! Denn wir müssen hier ein bisschen ausbrechen, schätze ich mal. So. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Ja, kann ich. Okay, wir sehen uns im Bio. Ach ja, sorry für die immer abgehackten Sätze in den. Wenn wir Gebietswechsel begehen, aber wie schon gesagt, dann stürzt das Spiel immer so kurz ein bisschen ab und das kann ich dann leider nicht verantworten, dass mir dann die Sätze abgehackt werden. Danke, Fraps, oder danke, Spiel. Ich weiß nicht, wer das zu verdanken hat. Ja, weiter geht's. Ich nehme mal lieber die Hier Pistole. Ist der Orden. Wir haben die Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Der Orden hat die Kontrolle übernommen, wie wir schon wissen. Aktuelle Prototypen geordnet nach Körperteilen. Okay, nach Körperteilen. A. Arm. Achso, ich dachte, das wäre so eine Abkürzung für ARM. Mann, bin ich klug. Kraftverstärkung, Biotoxin, Drohne, Kopf, Biotanfeld, Abschirmfeld, Auge, Regen, Regenerationssicht, Optimierung. Bein, Schleichmodifikation, Tempomodifikation, Skelett, AGDF, Drohne, Thermaltanfeld. Das gleiche. Oder? Nee, aber nicht. Armbordkontrolle, Kopf, Neutralschnittstelle, Auge, Spähdrohne, Bein, Ekeldrohne und Skelett, elektrostatische Entladung. Dokumentation illegaler Biomodifikation. Okay, und was haben wir hier? Energieverbrauch von Biomodifikation. Das reiche ich jetzt mal schnell vor. Passive Modifikationen sind immer aktiv oder werden bei Bedarf automatisch zugeschaltet. Sie benötigen keine Bioenergie. Aktive Modifikationen müssen bei Bedarf aktiviert werden und verbrauchen Bioenergie. Aktive Modifikationen, Sichtoptimierung, Regeneration, Spähdrohne, Tempomodifikation, Biotanfeld und Thermaltanfeld. Im Falle von Drohnen wird lediglich für den Einsatz der Primärfunktionen Funktion Energie benötigt. Dies gilt auch für die Bordkontrolle. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude.
Wir haben wieder wieder du hast das Labor bereits gesehen, also schadet es nichts, wenn du ein paar Biomodifikationen installierst. Du wirst sie brauchen. Modifikationseinsätze übertragen Stämme von Nanitsamen in Subregionen deines Körpers. Du musst jeden Substamm für eine bestimmte Fähigkeit konfigurieren. Die Aktintreiber in deinen Beinen können beispielsweise deine Geschwindigkeit erhöhen oder deine Schritte dämpfen, aber nicht beides. Für ein Seminar über meine Biomodifikationsarchitektur ist es etwas spät. Das Tarsus-Programm ist vielleicht unkonventionell, aber vertrau mir, wir kümmern uns um unsere Rekruten. Die Leute, die Tarsus angreifen, sind sie auch für Chicago verantwortlich? Was ist hier los? Das hast du Der Orden ist ein intoleranter Kult. Sie hassen multinationale Gesellschaften und die privaten Sicherheitskräfte, die diese beschützen. Also mich. Genau. Aber ich glaube nicht, dass sie etwas mit Chicago zu tun hatten. Sie sind eine weltweite Organisation, keine Bande von Terroristen. Das sehe ich nicht so. Viele Organisationen würden uns gerne scheitern sehen. Mehr musst du im Moment nicht wissen. Warum sollte ich jemandem trauen, der mich in meiner eigenen Wohnung überwacht? Wir halten unsere Operation nicht ohne Grund geheim, Alex. Du wirst nicht alles erfahren, solange noch die Gefahr besteht, dass du in Gefangenschaft gerätst. Installier jetzt deine Modifikationen und verschwinde. Okay, ich weiß echt derzeit nicht, wem ich vertrauen soll. Denn ich meine, die Frau da bitte mit so Argumenten, mit von wegen ich soll ihr vertrauen und so. Modifikation, ich nehme mal. Ich mag nicht zumachen. Ich nehme mal das da. Eins aus von Biomodifikation. Sie haben immer eine Biomodifikation erhalten. Biomodifikation dient der Aufrüstung und Optimierung Ihres Körpers. Rufen Sie mit B den Modifikationsbildschirm auf. Markieren Sie im Modifikationsbildschirm mit hoch und runter den gewünschten Slot. Blenden Sie mit Tabulator eine Liste der für den gewählten Slot verfügbaren Biomodifikationen ein. Wählen Sie die gewünschten Modifikationen mit links, rechts aus und installieren Sie diese mit Eingabe. Nehmen wir mal alle. Biomodifikation und Biomodifikation. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Licht ermöglicht den Blick in dunkle Ecken. Kein Upgrade verfügbar. Was haben wir hier? Achso, jetzt können wir zum Beispiel installieren und dann schauen, was es gibt. Wir haben ein paar Sachen regeneriert das Körpergewebe, um den Benutzer zu heilen, aktiviert den Nachtsichtmodus und verbessert die Ortung kritischer Treffer. Und das, glaube ich, können wir nicht installieren. Nee, können wir nicht. Was gibt's hier? Haben wir auch zwei. Okay, wir haben sehr viele Modifikationen. Definitiv. Bein dämpft sämtliche Bewegungsgeräusche und schützt vor Verletzungen nach Stürzen aus großer Höhe. Keine Energie erforderlich und erhöht die Geschwindigkeit und verbessert das Sprungvermögen. Geringer Schaden nach Stürzen. Vergrößert den Nahkampfschaden, die Wurfdistanz, die maximale Traglast, keine Energie erforderlich. Feuert nicht tödliche Biotoxinpfeile auf feindliche Einheiten. Skelett nahezu perfekt, Sichtschutz vor Robots und anderer mechanischen Einheiten, fährt dem Benutzer eine Waffe ab, wird sichtbar. Okay, wir wählen mal nach 3 aus. Ich glaube, für Auge nehme ich das Heilding, die Regeneration. Will ich installieren, ja. Dann für unseren Kopf. Dieser Slot nimmt Modifikation für den Kopf auf, ja. Bitte. Nahezu perfekter Sichtschutz vor organischen Wesen. Schutz vor Strahlung, Biotoxinen und anderen Umweltgiften. Sichtschutz vor organischen Wesen, ja. Ist mir derzeit wichtiger, denn ich glaube nicht, dass wir hier radioaktive Strahlung haben, weiß ich aber nicht. Und dann, wir können bis zu 3 verschiedene derzeit erst. Okay, dann nehme ich noch was für einen. Nehme ich das hier weg. So. Ich möchte es wegnehmen. Ja, okay, dann nehme ich eben noch für. Ich wollte nämlich für Skelett noch was nehmen, nämlich nahezu perfekter Sichtschutz vor Bots, genau, dann haben wir nämlich 2 Sichtschutze, dann sind wir komplett unsichtbar. Und ja, das war's. Ich lasse es erstmal. Gut gemacht. Viel Spaß. Obwohl sie mit normalen Energiezellen laufen, sind deine Systeme sehr viel effektiver als herkömmliche piezochemische Systeme. Geh jetzt runter auf die Straße. Der Aufzug auf dieser Ebene arbeitet mit dem Zugangscode des Labors. 3445. Okay, das schreibe ich wieder auf. Und ich glaube, ich habe nämlich
Ich war nämlich strikt der Vermutung, dass man die später wieder umstellen kann, also die verschiedenen Biomodifikationen. Aber ich glaube, die haben wir jetzt uns einmalig gekauft und müssen wir uns manchmal dann neue kaufen. Das ist ein bisschen blöd, ja. So halbwegs gehen die Modifikationen, ja. Ich meine, wir sind jetzt für alle Wesen unsichtbar und können uns heilen, also eher passiver. Also eher so ein Schleichtyp sind wir, glaube ich. Möge ihre Heiligkeit über sie wachen. Ja, bitte unterbrich mich nicht dauernd, denn ich möchte jetzt die Sendung, also nicht die Sendung, die Folgen abmoderieren und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Deus Ex 2 Invisible War. Jetzt quatsche ich dauernd dazwischen. Und ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt mit Feedback, Kritik, ähnlich natürlich immer in die Comments. Und das war's jetzt von meiner Seite. Ciao! Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Musst du dauernd stören jetzt wirklich? Bye bye, Leute.